Heute möchte ich euch allen eine riesengroße Freude machen und ein riesengroßes Geschenk. Und zwar habe ich ein plejadisches Heilströmen für euch vorbereitet. Ihr werdet es in diesem Video gleich genießen können. Doch bevor wir damit beginnen, möchte ich euch erklären, um was es überhaupt geht. Und vielleicht ist dir der Name ja schon öfters mal im Netz begegnet, aber ich finde, mit einem richtigen Hintergrund kann man noch viel mehr damit anfangen. Also bleibt dran, es wird sehr interessant. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Österreich, Schweiz und Deutschland vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du immer die neuesten Heilströme oder die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, also dieses Wort Heilströmen oder dieses, nicht das Wort, sondern das Heilströmen hat seinen Ursprung in Japan. Und es heißt in Japan Jinjitsu. Es wurde von Jiro Murai dort das erste Mal wiederentdeckt und das ist schon hunderte von Jahren her. Über Mary Burmeister kam es nach Deutschland. Sie ist 1918 gestorben, also auch schon länger her. Dieses Heilströmen dient der Harmonisierung deines ganzen Körpers. Und zwar gibt es verschiedene Strömpunkte, verschiedene Energietore, verschiedene Sicherheitsenergieschlösser. Und die werden beim Heilströmen berührt, sanft berührt. Und wenn die sich dann öffnen, wird der Körper an den Punkten ausgeglichen und es stellt sich Gesundheit ein, in dem Maße, so wie es für dich gut und richtig ist. Und dieses Heilströmen kann man über Zeit und Raum übertragen und das werde ich heute für euch tun. Es ist also alles, was im Körper so an Disharmonien auftritt, das wo Blockaden sind oder Hindernisse, wo du dich nicht wohlfühlst oder wo du Schmerzen hast, das kann durch dieses Heilströmen alles aufgelöst werden. Natürlich wird es mehrere Themen geben von dem Heilströmen und die werde ich auch immer ankündigen, dass ihr genau wisst, für was jetzt dieses eine Video gut ist für euch. Und dann könnt ihr diese Heilströme so oft nutzen, wie ihr möchtet. Also diese Energie ist hier in dem Video fest verankert und sie wird immer abrufbar sein in der gleichen Intensität, wie sie jetzt auch beim ersten Mal hören für dich greifbar ist, so wird es immer sein. Also können sicher sein, dass einfach die Energie nicht weggeht. Diese Energieübertragung von den Heilströmen, das geschieht über diese Energietore oder Sicherheitstore, über eine sanfte Berührung. Wir machen das hier, indem ich die Energien sende und du dann innerlich auch diese sanfte Berührung spürst. Es ist wichtig, dass du dich einfach nur entspannst. Und vielleicht bequem hinlegst, die Augen schließt und die Musik, die ja die Unterstützung für das Strömen ist, auch noch genießt. Ich werde jetzt heute in der plejadischen Heilstromenergieübertragung ein paar Worte in der Lichtsprache dazu sprechen, denn das bringt uns die Verbindung zum Universum noch viel näher. Die Heilströme natürlich sind sehr energiegeladen und sowieso mit dem Universum verbunden. Aber durch die Lichtsprache bekommt es nochmal eine ganz andere Qualität. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr möchtet. Es gibt da kein Limit und es heißt auch nicht, es kann dir schaden. Du wirst es selbst spüren. Es regt auf jeden Fall deine eigenen Selbstheilungskräfte an. Und das ist das Wichtige, denn dann kommt der Körper in Schwung, dann kann der Körper was damit machen und du kommst dann in eine Schwingung, wo sich diese vielen Blockaden oder das, was du eben hast, auflösen können. Man kann es nehmen für körperliche Beschwerden, aber auch für emotionale und mentale Beschwerden. Ihr werdet entsprechende Videos
in Zukunft bei mir dafür finden. Heute machen wir zu Beginn ein allumfassendes Heilströmen. Das bedeutet, dass du für deinen ganzen Körper in Harmonie kommen kannst. Also es ist einfach das Allumfassende, was uns die Plejaden jetzt in ihrer Lichtsprache übergeben werden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Wenn du noch mehr über die Plejaden oder über die vielen verschiedenen Sternenvölker wissen möchtest, darfst du auch gerne auf den Link unter meinem Video klicken. Da gibt es interessante Dinge für dich, die du vielleicht wissen möchtest. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Legt euch hin, schließt die Augen, entspannt euch, währenddessen ich mit den Worten der Lichtsprache mit dem Strömen beginne. Akaya, Yamama. Akaya, Yamama. Morana, Mora. Kieru, Terra. Kieru, Terra. Anselam, Muya. Kiera, Teru, Anselan, Muya. Und nun lege deine Hände auf die Stellen in deinem Körper, wo es dir gut tut, die Ströme beginnen zu fließen. Kiyamama. Lege die Handflächen nach oben und empfange.
Lasse los von allem, was dich belastet, und erlaube dir, die Ströme anzunehmen, die Ströme, welche die Liebe tragen. Die Ströme, welche das Licht tragen und dir zum allerhöchsten Wohle dienen. Lass deine Hände wandern an verschiedene Stellen deines Körpers. Die Energie fließt in einer großen Stärke zu dir. Sie fließt so zu dir, wie es gut und richtig ist. Nimm alles an, was zu dir fließt. Es sind die Ströme unserer Freunde. Es sind die Ströme direkt aus dem Plejadengestirn. Die Ströme der sieben Schwestern. Die Energie fließt unaufhaltsam und begleitet dich jetzt noch für eine gewisse Zeit. Du entscheidest, wie lange. Du entscheidest, wie gut es dir tut, und lässt dich fallen in die Töne der begleitenden Musik. Auch die Töne der Musik, sie tragen die Lichtsprache, sie tragen die Energie der Lichtsprache und wirken zu deinem allerhöchsten Wohle. So genieße diese Töne weiter. Die Energie wird zu dir fließen, wird dir Erlösung bringen, so wie es gut und richtig ist. Akaya, ja Mama. Akaya, Yama, Ma. Morana, Mora. Morana, Mora. Kiero, Terra. Kiero, Terra. Anselam, Muya. Kiera, Tero, Anselan, Muya. So wurden die Ströme übertragen, die Lichtsprache durfte dich tief berühren in deinem Herzen, und all die Punkte in deinem Energiefeld oder Körper berühren, wo es wichtig für dich war, wo es heute für dich wichtig war. Wenn du diese Sitzung wiederholst, können es andere Punkte sein, welche für dich wichtig sind.
so entscheide jedes Mal neu, wie es sein soll. Ich lasse die Musik noch ein wenig spielen, sodass du langsam in deinem eigenen Tempo wieder zurückkommen kannst, und verabschiede mich mit Smarana.